Jetzt hat. So, willkommen zum nächsten Kapitel zur Straße zum Aquarium Folge. Wenn ihr irgendwas sucht, Collectibles oder ähnliches, unten in den Kommentaren und in der Videobeschreibung und wir legen los. So, auf geht's. Dina? Jesse? Ist kein Collectible, keine Angst. Je mehr, desto besser. Hey, sieh mal, Joe. Dein Lieblingsstreifen. Curtis Viper. Okay. So, es gibt hier im Theater tatsächlich dann auch noch ein Collectible. Zeige ich euch auch gleich. Also ihr seht, das wird hier später noch eine Fighting Area, aber ich will jetzt nicht Dina? vorweggreifen. Jesse? Die Karte findet ihr hier. Zeige ich euch natürlich Esker. Esquire, keine Ahnung. Zack. Alright. Wo sind die zwei? Ja, die wusste. Ah, nein, nichts üben. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Nee, 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 nee. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Echt ein schönes. No. Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und ist es okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, Babe. Du musst die Tür von uns verriegeln. Okay. Los geht's. Laut deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang.
Ja. Mann. Wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Ja, auf geht's. Wir sind mit Jesse unterwegs. Und gehen weiter auf Collectible Fang. Los, hilf mir rauf. Alles klar. Okay, hoch mit dir. Okay. And up we go. Ja. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich hab nicht erzählt, dass du es wusstest. Hast du das? Meinte ich nicht. The Rental Car, was haben wir hier so schön? Collectible ist hier nix. Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Wie jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Ich schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Nope. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Nein. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Dina sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. So, Collectible Time. Und zwar gehen wir da einmal hier rein. Da findet ihr da Sachen. Wir schauen uns erstmal um, natürlich. Yeah. Da hinten ist Licht. Blockiert? Ja. Jetzt zu. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. So, und dann sind hier die zwei Collectibles dahinter. Wie lang geht? Nur ein paar Tage. Habt ihr hier erstmal eine Werkbank? Als sie hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Hier schon alles fertig ist, kann ich die zumachen. Und dann habt ihr die Karte. Zeige ich euch mal. Oh, Mantra. Yeah. So, das war euer das Collectible in dem Run. Right. Können wir jetzt auch wieder zurückgehen. Jesse. Und weiter durchziehen. So, Alter. Let's go. Weiter geht's. Hier ist es relativ ruhig. Lassen uns erstmal ankommen, so. Bevor dann die Action wieder durchzieht. Hey, hilf mir mal. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt? Dass sie schwanger ist. Hör zu. Sie sagt es dir sicher, wenn... Für heute geplant. Okay. Wer hat dir das gesagt? Der
Zeit für Action. Dran, was ist, wenn wir es schaffen. Sauber. Ich glaube, da war was. Ich schau mal nach. Ich gebe Deckung. Oh. Amir, wir werden angegriffen. Das kann man so. Aber Jesse, hast du auch richtig viel gemacht? Magst du vielleicht diesmal mitmachen, Alter? Erledigt! Gott, war das dumm. Das ist der Sledgehammer, bruh! Ich auch so. Mann, echt schießwütig. Wir führen Krieg mit dem verdammten Colt. Hab sie drüber reden hören. So, Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einen begegnet? Nein. Glück gehabt. Hey. Wir gehen hier über die Seite. Geht's weiter? So. Nix. Jawohl. Will ich jetzt gar nicht so umständlich machen brauchen. Wie es aussieht, weil Jesse läuft ja einfach rein. Ein Haufen Comics. Moment, was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Comic-Con! Im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Oh ja. Right. Was wolltest du sagen? Progress in weit. Wohin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Gar nicht so einfach hier zu schauen, wie es weitergeht. Da sind wir hergekommen. Wieder von uns weiter müssen. Das Autodach hier drüber. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Ich glaube schon, dass er es weiß. Verdammt. Müssen wir wohl schwimmen. Ja. Oh.
Dann geht's zum nächsten Collectible, müsst ihr hier rein. Okay. Wohin jetzt? Mal hier rein. Stalker. Gotta love them. Ich höre nichts. War's das? Ja. Einbar. Glaub schon. So, holen wir uns das Projektor hier mal. Er ist schon teilweise sehr finster. Durchgehen. Dann habt ihr's. Hier liegen. Okay. Du willst einen Sledgehammer in die Waffe. Das Ding, Mann. Lass ihn los! Okay, das war's. So, wo waren wir? Aus wie eine Sackgasse. Ja, ich glaube, du hast recht. Collectible. So, und zwar hier. Ich lese es euch vor. Und das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Mischa war. Um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen? Und sagt Mish, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen. Okay, okay. So, okay, Leute. Collectible done. Gehen wir wieder raus hier. Hat doch Spaß gemacht. Los, Team Jackson. Na komm mal. Der perfekte Arschlöcher. Formuliert. So. Hier lang. Okay. Nach dir. Hier lang? Okay. Right. Mal durchgetan. Start. Ah, komm mal nicht. Da kommt Jesse. Ab geht's. Sackgasse.
Na, dann nochmal hier drüber. Mal sehen. Wunderbar. Ich wäre gekommen, weißt du. Wenn du gesagt hättest, dass du gehst. Weiß ich. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Gibt's ein Collectible für euch? Ich wäre gekommen. Joel hatte ich auch sehr gemocht. Durchklettern? Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so, aber du bist nicht mein Typ. Teenager. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Ja, zwei Collectibles gibt's hier noch. Habt ihr da einmal einen Tagebucheintrag? Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Nope. Oh, das mag sein. Dann habt ihr hier noch einen Zettel, ein Artefakt. Echt hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Fellpferd. Das ist etwas, das mit dir passiert. Wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt, nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig lieb, dann wirst du echt. Tut das weh? Fragte der Hase. Manchmal, sagte das Fellpferd, denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden, wäre das besser. Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch, aber du darfst nicht so schreien. Ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. Okay. Also. Hast du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja. Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Okay. Was ist mit dir, Klugscheißer? Nun... Mom hatte nur ein Kinderbuch. Das Wurzelkind. Ein Junge verwandelt sich in einen Wald, um sein Dorf zu retten. Okay. Damit es nicht langweilig wurde, hat Mom sich immer ein anderes Ende ausgedacht. Einmal hat der Junge das ganze Dorf sterben lassen. Ich hatte Albträume. Gruselig. Das war echt nett von ihr. Ja. Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Dann machen wir das mal. Gehen wir zur Straße. So, wir kämpfen uns weiter durch. Krasse Runde hier in dem Spiel. Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Ich will als Erste bei dem Strand sein. Du kriegst deine Chance. Wir alle. Sorry, Hund. I didn't want to do this.
Minuten. Da haben wir noch einen. Ich weiß, das kann man besser machen. So schusstechnisch. Ui, der hat gesessen. War pretty nice shot. Was dann? Ich glaube, das war der letzte. Ja. Da wünscht man sich ja fast zurück nach Jackson. Geht mir auch so. Hey, Render. Ja. Gibt's ein Collectible in dem Laden? Geh hier die Treppe hoch. Seid ihr hier in einem Raum mit einem Haufen Textilien? Dann. Geh hier das. Collectible Jules. Den Artefakt natürlich. Ich lese es euch vor. Hey Jules, bist du noch da draußen? Ich würde ja sagen, wenn du dich beeilst, können wir uns am nächsten Sammelpunkt treffen, aber diese Überflutung hat uns wirklich ausgebremst. Zachary meinte, dass diese Menge an Wasser ungewöhnlich ist. Ich glaube, es gibt jetzt auch mehr WLF-Patrouillen, denn ich liege viel zu viele Stunden bei euch links im Matsch und warte darauf, dass die Leute, die sich unsere Freunde nannten, vorbeiziehen. Isaac und die Wolves machen wirklich alles noch schlimmer. Für sie geht es nur um ihr Ego. Ehre. Sie müssen aufhören, um Land zu kämpfen, dass sie kein Recht haben. Wir haben etwas anderes gehört, aber es war die WLF, die den Waffenstillstand gebrochen hat. Sie haben uns angelogen, Jules. Ich weiß nicht, ob was ich sah. Ich weiß nicht, ob was soll ich tun. Ich bin so weit gekommen. Okay. Gibt gar keinen Sinn. Ich werde darum beten, dass sie meinen Weg erhält und dass sie das auch für dich tut, Jules. Finde uns. Komm schnell. Ray. Okay. Ich sag mal weiter. Gut. Typen haben wir gut durchrasiert. So, haben wir das Collectible auch geschafft. Mission, die nehmen wir schon mit. Uns noch ein bisschen. Okay. Ja, die Collectibles. Hier nochmal lang. Hoch. Geht ihr hier rein. Für die Licht an. Sowas wie eine Schaufensterpuppenbude hier. Geil, oder? Na, hier hoch. So, wir schauen uns natürlich gut um, weitere Vorräte und so weiter. Hier habt ihr dann eure Werkbank. Ist ganz gut zu übersehen, also die kann man schon gut missen. Wir haben sie aktiviert, ihr habt es gesehen.
weiter. Da. An. Nein, das glaube ich war Schmutz. I'm sorry. Alter. Bestimmt hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Yep. Vielleicht. Du sagst es. Zur Hölle kommen wir darüber. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Oder damit. Na damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal lang. Jump. Okay, ist gar nicht notwendig. Man kennt's. Wie gehen wir vor? Wir mucksen die Typen ab und stehlen ihr Boot? So ungefähr. Uns auf jeden Fall ihr Boot. Ob es zum Kampf kommt, liegt an ihnen. Hoffentlich sind es nicht zu viele. Wieso sagt? Und bist du ganz gut angekommen. So, dann einmal hier runter. Hier ist alles zerstört. Na sowas. Noch ein Collectible. Innen. Hier drüber. Dann hier. Der letztes Collectible, und zwar ist das die Karte. Atuaje. Keine Ahnung. Das waren alle Collectibles, die es gab. In dem Kapitel. Ah. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Aber wir werden es schaffen, wir werden hier. Alright. Landebrücke zum Yachthafen. Der Rest von euch bleibt hier und wartet auf Befehle. Was zur Hölle? Wir sollen hier warten, während unsere Leute abgeknallt werden? Wir haben Befehle. Sie haben mehr als genug Leute für einen Scharfschützen. Okay. Dann machen wir den Typen mal platt, würde ich sagen.
Ja. So. Im Sportunterricht darfst du an Ellis Stelle auch nicht gependeln. So, unser Ziel ist, dieses Boot zu klauen. Also erstmal alle WLF-Johnnies kalt machen. Hierdurch kommen wir zum Yachthafen. Nein, wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört, sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir einfach... Wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Scheiße, nochmal. Wenn wir Tommy helfen wollen, dann müssen wir Abby folgen. Wenn du das machst, rette ich dich nicht nochmal. Ich hoffe echt, du schaffst es. Alright, wir sind wieder alleine unterwegs. Dachte, ich kann ja einen auf Johnny machen und sneaken und so, von wegen. Verflucht nochmal! Hä, von welcher Seite? Shit. Alright, das sieht gut aus. Schauen wir mal, ob hier noch mehr Gegner sind. Läuft gut. Ah, Gegner sind noch da. Da haben wir noch. Wie man sieht mich. Thank you.
Alter, wie viele Leute sind hier? Alter, der Typ hat nicht gewusst, was kommt. Wie Dulli kannst du eigentlich dahin latschen? Mein Snack her. Game over, Bitch. Was ist das eigentlich für Dullis, ey? Ja, der Typ kann schießen. Müsste die ganze Army mal gekillt haben. Boot. Boot. Oh. Los geht's. Okay. Kommen Sie ja in die Richtung.